Prinzipiell kann man Zahnregulierungen steuerlich absetzen, wenn sie medizinische Notwendigkeit haben. Diese medizinische Notwendigkeit orientiert sich an der Gebietskrankenkasse, an Ersatzzahlungen von der Gebietskrankenkasse und dementsprechend besteht die Möglichkeit, diese Kosten, wenn sie eine außergewöhnliche Höhe haben, über außergewöhnliche Belastungen in der Einkommensteuererklärung oder in der Arbeitnehmerveranlagung auch wirklich absetzen. Was die Höhe der Steuergutschrift hängt vom Einkommen ab, und zwar vom Bruttoeinkommen. Beispielsweise nehmen wir an, es verdient jemand brutto 2000 Euro im Monat, wären brutto im Jahr 28.000 Euro. Dann hat er entsprechend eine Möglichkeit, außergewöhnliche Belastungen mit einem Selbstbehalt von 10% in Ansatz zu bringen. Das bedeutet, selbst die außergewöhnliche Belastung, alles was den Selbstbehalt überschreitet, in dem vorliegenden Fall und Beispiel mehr als 2.800 Euro. Und wenn wir jetzt annehmen, dass ein Honorar für eine Zahnregulierung in etwa 6.000 Euro betragen würde, dann wäre die außergewöhnliche Belastung, die ansetzbar wäre, 3.200 Euro. Entsprechend des Tarifs bei einem Bruttomonatsgehalt von 2.000 Euro würde das eine Steuerspanne von 1.210 Euro betragen. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied, weil ich dadurch der angesammelte Betrag, der zu einer außergewöhnlichen Belastung führen würde, entsprechend höher ist. Wenn ich es in zwei Jahresraten zahle, ist er natürlich in dem Jahr, in dem ich es geltend machen möchte, jeweils geringer. Weil wenn ich die 6.000 Euro in zwei Tranchen zahle, in etwa von 2 mal 3.000 Euro, habe ich die jährliche außergewöhnliche Belastung natürlich niedriger, als wenn ich alles auf einmal zahlen würde. Bei in etwa zweimal hintereinander bezahlten Jahresraten von 3.000 Euro, wären dann die steuerliche Gutschrift nur 46 Euro. Ich würde empfehlen, auf alle Fälle die Honorarleistung für diese Regulierung in einem Jahr zu bezahlen, um die außergewöhnliche Belastung auch wirklich auszuschöpfen und den steuerlichen Vorteil auch zu lukrieren. Schon wie gesagt, in zwei Jahresraten würde das nicht zielführend sein. Beim Kind ist es prinzipiell nicht anders. Es ist so, dass ich bei den außergewöhnlichen Belastungen pro Kind und Jahr 1% Selbstbehaltreduktion habe. Und dadurch, dass die außergewöhnliche Belastung, ich sage jetzt das Arzthonorar für die Regulierung, das Kind selber nicht tragen kann, weil es kein Einkommen hat, ist es natürlich bei den Eltern anzusetzen. Und es kann auch, wenn beide Eltern berufstätig sind, aufgeteilt werden. Oder es kann derjenige bei dem Amt gesetzt werden, der auch ein höheres Gehalt hat. Also das ist durchaus hier variierbar. Die Kinderabsetzbarkeit endet natürlich dann auch mit 27 Jahren. Das Geld bekommt man durch die Veranlagung beim Finanzamt im Rahmen der Steuergutschrift retour und das besteht in der Möglichkeit der Arbeitnehmerveranlagung für Personen, die ein Gehalt empfangen. Oder die einkommensteuerpflichtigen Personen müssen es über ihre Einkommensteuererklärung geltend machen. Diese Erklärungen sind über die Homepage des Finanzministeriums vom Computer, also über die Homepage
ausdruckbar, aber auch über Bildschirm kann man es ausfüllen und dann ausdrucken oder über Finanzonline direkt ans Finanzamt schicken. Im Index des Finanzministeriums kann ich dann direkt zu den Formularen gehen, auf die Taste Formulare und dann das Formular gleich L1 die Arbeitnehmerveranlagung anbieten. So, da kann ich jetzt aussuchen über Einreichen über Finanzonline oder barrierefreies Formular oder Papierformular. Das heißt, barrierefreies Formular, ich kann es auf dem Bildschirm ausfüllen, ausdrucken und dem Finanzamt hinschicken oder in Papierform heißt, ich kann das leere Formular ausdrucken, ich mit Handschrift ausfüllen und ans Finanzamt hinschicken. Haben wir unter Punkt 11. die außergewöhnliche Belastung, dann steht hier 11.1 Krankheitskosten, Begräbniskosten und Kurkosten, in dem Fall bitte unter Krankheitskosten unter der Kennzahl 730 eingeben.